grüße diesen Morgen, ich grüße die aufgehende Sonne und alle Wesen um uns herum und ich grüße alle Friedensforscherinnen und Friedensforscher, die mit der aufgehenden Sonne meditieren. Heute Morgen waren wir verbunden mit der Frage, warum sind Liebe und Sexualität so wichtig für die Bildung einer Friedenskultur? Eine sehr umfassende Frage, um sich mit dieser Frage in der Meditation zu befassen. Und ich war heute Morgen wieder an einem unserer Lieblingsplätze, dem Ahnenplatz. Und wenn ich morgens rausgehe, noch in der Dunkelheit und in die Natur gehe und in dieses innere Gebet, dann werde ich normalerweise immer berührt von einer Urerinnerung. Ich kann sagen, an unsere Urahnen. Das ist dieses Gefühl, so diese Urquelle, aus der alle menschliche Kultur hervorging, aus einer Zeit, wo es noch keine Gewalt auf der Erde gab. Und da ist es immer diese Erinnerung, wie wir erstmal jeden Morgen in die Natur gegangen sind, uns verbunden haben mit der aufgehenden Sonne und hineingelauscht haben in das Leben. Was will der Kosmos von mir hier und jetzt? Und es ist immer ein sehr, sehr sinnliches Gefühl. Ich kann sogar sagen, ein erotisches Gefühl. Es ist dieses Gefühl, dass unser Leib ein Tempel ist der göttlichen Kraft. Und in dieser Erinnerung sitzt für mich schon so ein ganz tiefer Schlüssel, weil wenn ich auf die letzten Jahrhunderte schaue, die wir als Menschen verbracht haben in Kulturaufbau, dann ist die Sexualität verdammt worden als das Böse, als das Teuflische. Ja, man kann sogar sagen, die Erde wurde verdammt als eine pur leblose Materie, die wir benutzen und ausbeuten können. Die Vorstellung zu kommunizieren auf einer sinnlichen Ebene müssen wir wieder ganz, ganz neu erlernen. Und da komme ich dann an diese Kernstelle, was ist passiert, dass die Menschheit so sehr die Sexualität als das Böse, als das Teuflische deklariert hat. Und ich kann dann nur diesen einen Grund finden. Hier liegt der Schlüssel, wo der Mensch auf einmal entdeckt hat, dass er Macht haben kann über andere, dass die Macht über Leben und Tod als Quelle benutzt würde, um andere zu unterdrücken. Aber sich wieder dieses Wunders gewahr zu werden, dass wir alle aus einer sexuellen Realität kommen. Also wir sind kosmische Wesen, aber hier auf dieser Erde im Leib, was für ein Wunder. Und hier liegt im Zentrum die Sexualität. Hier liegt für mich im Zentrum das Wunder von Eros und Religion, dass diese beiden eigentlich viel, viel mehr zusammengehören. Das Mysterium des Lebens selbst. Und dieses Wunder wurde zerrissen. Da ist auf der einen Seite der religiöse Gott und auf der anderen Seite unsere bedürftige sexuelle Natur, die wir domestizieren müssen. Und die Vorstellung, dass die Tatsache der sexuellen Wirklichkeit, der erotischen Wirklichkeit, eine Grundtatsache ist, die wir feiern dürfen. Man stelle sich vor, unsere Kirchen wären voll von erotischer Zelebration. Dann wissen wir, wie tief wir ganz stark suchen müssen nach einer Kultur, wo die Wahrheit von Liebe und Sexualität wieder ihren Stellenwert bekommen, ihre Anerkennung bekommen und eine soziale Struktur, wo sie in Wahrheit gelebt werden können. Wir haben im Grunde die größte universelle Quelle, das größte universelle Wunder in einen privaten Käfig gesperrt. Und hier wird nicht gesprochen, hier ist der Bereich, wo am meisten geschwiegen und gelogen wird. Und wenn wir uns im Moment überlegen, wie viele Menschen gerade depressiv sind, verzweifelt sind, weil sie in der Liebe und in der Sexualität nicht weiter wissen, dann wissen wir, dass das nicht ihr persönliches Versagen ist, sondern dass wir eine Aufgabe haben, soziale Gefäße zu schaffen, wo diese Realität wieder in Würde gelebt werden kann. Also wenn ich so in der Meditation sitze und meinen Leib empfinde als Gefäß der göttlichen Quelle,
käme ich nie auf die Idee, dass mich irgendjemand besitzen könnte. So wie ich auch nie auf die Idee käme, dass irgendjemand Land besitzen könnte. Sondern es ist ein Kommunikationsakt, der frei werden möchte, wo wir in Kooperation treten möchten. Die männliche und die weibliche Quelle, die Frauen untereinander, die Männer untereinander, das sind erotische Tatsachen, die wieder die Fähigkeit brauchen, dass wir an diesem Punkt wirklich, wirklich wahr werden können. Und dafür brauchen wir soziale Gefäße. Viele Menschen sind der Meinung, wenn wir die Sexualität befreien würden, gäbe es Chaos auf der Erde, gäbe es Gewalt auf der Erde, Folter und so weiter. Blutbad, hat mal eine Frau zu mir gesagt. Und das ist der Wahnsinn. Viele glauben, die Sexualität in sich hätte eine Grausamkeit, eine Gewalt. In Wirklichkeit ist es so, dass die Tatsache, dass diese Kräfte so lange unterdrückt wurden, zu dieser Art von Gewalt und Grausamkeit geführt haben, die wir heute täglich sehen. Und wenn diese Kräfte wieder in ihrer göttlichen Natur erkannt und bejaht werden, und wenn Liebespartner wieder in die Lage kommen, in diesem Bereich Wahrheit zu kommunizieren, dann geschieht eine Revolution auf der Erde. Und ich glaube, viel weniger Menschen würden depressiv, würden krank, würden in dieser Verzweiflung leben, in der wir heute leben. Und es wäre auch eine Startbasis, dass wir eine vollkommen neue Ökologie, eine neue Technologie entwerfen würden, die aus der Kooperation, aus der Anteilnahme am Schicksal alles leiblichen Lebens auf dieser Erde stattfinden kann. Auch Tiere würden wir nicht mehr quälen. Ein Mensch, der in der Lage ist, in wirklicher Kooperation mit der Sinnlichkeit des Lebens, der Wahrheit, der materiellen Lebenskraft zu leben, wird keine anderen Wesen mehr unterdrücken. Er wird immer erst Kontakt aufnehmen, erst berühren und dann handeln. Ja, in diesem Sinne, lasst uns das Abenteuer angehen. Ich glaube, es wird ein Abenteuer von Generationen sein, diese neue soziale Wirklichkeit zu schaffen. Aber ich finde, wir können nicht mehr wegschauen, dass hier ein zentraler Kern liegt für die Lösung des Elends auf der Erde. Ich wünsche uns eine gesegnete Woche.